wo ich jetzt dran geblieben bin. Auf jeden Fall kriege ich morgen Besuch von einer Zuschauerin. Die kommt zu uns nach Hause. Ich habe mal ein Bild gepostet auf Instagram mit ihrer Mama, dass sie uns besuchen gekommen sind. Lina hatte einen Laptop bekommen. Also wir hatten uns in den Arkaden getroffen. So, jetzt muss ich die Wäsche aufhängen. Dann muss ich... Ich habe wirklich so viel zu tun. Ich muss die Küche sauber machen. Und ja, mal schauen, wie ich das jetzt so alles mache. Ich wollte aber auch noch Shisha rauchen. Und wenn ich das zeitlich nicht schaffe, dann gibt es heute auch keine Shisha. Aber das ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit. Lasst die Musik laufen und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So Leute, wir haben jetzt genau 9 Uhr. Das heißt, ich habe immer eine Stunde Zeit zum Saubermachen, weil ich immer eigentlich um... Weil ich eigentlich immer um 10 Uhr anfange, Shisha zu rauchen. Deswegen räume ich jetzt auf. Ich lasse die Kamera laufen, wie gesagt. Und ja, wir fangen an. Das alles zu machen. Deswegen dachte ich, mache ich das jetzt. Und jetzt kann ich chillen. Ich habe alles in 40 Minuten geschafft. Aber ich habe voll vergessen aufzunehmen, wie ich die Küche sauber mache. Aber ist ja nicht schlimm. Genau. Ich wollte eigentlich mit Audash zu Poco fahren morgen früh, wenn wir das schaffen. Weil, wie ihr wisst, ist auf unserem Tisch damals die Shisha draufgeknallt. Und dementsprechend sieht der Tisch auch, da ist so eine Delle und das sieht nicht schön aus, vor allem wenn Besuch kommt. Und ja, wir wollen jetzt so eine Marmorklebefolie kaufen. Ich denke mal, damit sieht das schöner aus. Was man jetzt natürlich auch machen könnte, den Fernseher, also hier genau den Fernsehtisch damit bekleben. Und den Tisch, dass das so dann quasi identisch aussieht. Mal schauen, vielleicht können wir die Schranktüren ja so machen.
Genau, und sonst gibt's nichts Neues. Ich habe heute auch nicht gekocht. Wir haben das Essen von gestern gegessen. Hähnchenbrust mit Reis. Und Tiramisu ist alle. Ich habe das meiste halt Mama und Shivan gegeben. Ich habe auch nur so ein bisschen gegessen. Und ja, heute habe ich den Shake gar nicht genommen. Keine Ahnung warum. Ich bin voll verpeilt. Ich habe auch nichts gegessen. Ich habe gerade ein Milchbrötchen gegessen. Ich habe morgens gefrühstückt. Aber zum Mittag habe ich auch nichts gegessen. Ich denke mal, ich esse gleich eine Banane. Ich bin voll außer Puste. Genau, ich mache jetzt erstmal meinen Kopf. Dann bearbeite ich die restlichen Videos. Ein Vlog ist schon hochgeladen. Der muss nur noch beschriftet werden. Ach, ich liebe es, wenn die Wohnung so sauber aussieht. Genau, Moment, Leute. Jetzt habe ich keine Küchenrolle mehr. Moment. Ja, das kommt vom Tabak. Deswegen immer Handschuhe. So, ich mache dieses Mal Cherry Cheeto mit diesem Le Chill. Das hat gestern ganz okay geschmeckt. Auden meint, das schmeckt nach nichts, aber ihr kennt ja Auden, ne? Der braucht was Starkes. Aber ich kann nicht so stark ziehen. Seit meiner Schwangerschaft kann ich nicht mehr wie früher rauchen. Ja, deswegen mache ich das jetzt so. Mal schauen, was Auden auf meine Nachricht antwortet. Der hat auch morgen Fußball. Der war lange nicht mehr bei Fußball. Der wird morgen sehr wahrscheinlich kaputt sein. Ja, morgen gibt es wie gesagt Pizza bei uns und das riecht so gut. Und was noch? Das war's. Ich nehme mal Tabak von unten dieses Mal. Das, was ein bisschen feucht ist. Weil vielleicht schmeckt das auch deswegen nach nichts. Ich finde auch, dieser Tabak hat viel zu wenig Molasse drin. Der macht einen Kopf in nicht mal 10 Sekunden und ich hantiere hier eine Minute lang rum oder zwei Minuten. Nein, auch das wird besser. So, ich schnapp mir jetzt aus dem Balkon ein Mineralwasser. Ich habe gerade so mit Lena geschimpft. Also was heißt geschimpft? Ich habe sie jetzt nicht angeschrien, aber sie hat fast eine 0,5 Flasche komplett auf unser Bett geschüttet. Und sowas macht mich total wütend. Ja, ich habe ja jetzt gesehen, sie hat gesagt, das geht nicht und so, aber war ja nicht ihre Schuld. Also ich habe jetzt nicht geschrien, ne? Nicht falsch verstehen, aber ich habe gesagt, du musst nächstes Mal aufpassen, das ganze Bett ist jetzt nass, da wo Baba schlafen muss. Dann hat sie Angst bekommen, sie dachte sehr wahrscheinlich, ich werde schreien oder so. Und dann habe ich gedacht, komm, egal. Ich habe sie dann umgezogen komplett, ihre Pampers war sogar nass. Und jetzt schläft sie. Und dann dachte ich mir das voll weh. Also ich habe ganz kurz gesagt, Lina, was soll das? Und dann, kennt ihr doch. Dann habe ich gesagt, ja komm, ist okay. Oh, da will man ein bisschen schimpfen. Aber war wirklich nicht ihre Schuld. Also sie meinte, Anne hat das festgehalten und wollte mir das geben und dann ist das umgekippt. Naja, Babys halt, ne? Und wenn ich jetzt über sie rede, könnte ich sie abknutschen gehen. Aber nein, so macht sie auch. Sie soll ja durchschlafen. Genau, Leute. Ich beende den Vlog jetzt hier. Ich weiß jetzt nicht, wie der geworden ist, aber ist ja auch egal. Ihr seht ja momentan fast jeden Tag ein Video von uns. Und ich würde sagen, hoffentlich bis morgen wieder.